Studierst du Medizin oder ein ähnliches Fach und willst die Beta-Oxidation so schnell wie möglich auswendig lernen? Dann bist du hier genau richtig. Bleib dran! Hallo und willkommen, schön, dass du da bist. Heute lernen wir zusammen die Beta-Oxidation und zwar mit Hilfe eines Gedächtnispalasts und ganz vielen guten Eselsbrücken. Lass uns gleich loslegen. Kurz noch eine Anmerkung davor, falls du noch nie mit einem Gedächtnispalast gelernt hast. Hier siehst du ja ein Bild sozusagen von diesem Gedächtnispalast und stell dir einfach vor, du siehst da von oben drauf, also das ist von oben gesehen der Umriss von unserem Gedächtnispalast. Und unser Gedächtnispalast für die Beta-Oxidation ist nämlich ein Fitnessstudio und dieses Fitnessstudio heißt OHOT und steht im Industriegebiet unserer Biochemiestadt. So, du fragst dich jetzt vielleicht, warum, hä, was, Fitnessstudio, wie, wo? Keine Angst, wir gehen da jetzt gemeinsam durch und am Ende hast du die Beta-Oxidation drauf. Klar, in der Beta-Oxidation werden Fette abgebaut und wo passiert das natürlich auch, dass man Fett abbaut? Im Fitnessstudio. Deshalb haben wir uns ein Fitnessstudio als Gedächtnispalast ausgesucht. Und dieses Fitnessstudio heißt OHOT, weil im Fitnessstudio, wenn man da trainiert, da wird man ja schon hot. Also der Körper sieht ja dann danach ja ein bisschen attraktiver vielleicht aus mit den ganzen Muskeln und OHOT steht außerdem für die einzelnen Reaktionen. In der Beta-Oxidation gibt es ja 4 Reaktionen und OHOT ist ein Akronym für diese 4 Reaktionen. Die erste Reaktion ist eine Oxidation, dafür das O. Die zweite ist eine Hydratisierung, das H von HOT. Die dritte ist wieder eine Oxidation, dafür steht das O in HOT. Und der letzte Buchstabe, das T, steht für eine Thiolyse oder eine thiolytische Spaltung. Und das ist der 4. und letzte Schritt der Beta-Oxidation. Wichtig noch zu wissen, das Fitnessstudio OHOT steht im Industriegebiet. Bei uns steht ja das Industriegebiet immer für die Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen. Und das steht also dafür, dass die Beta-Oxidation immer im Mitochondrium stattfindet. Das ist wirklich wichtig, merkt ihr das sofort. Und daraus kannst du dir dann auch immer gleich ableiten, dass die Beta-Oxidation eben nicht in Erythrozyten stattfindet, weil die haben ja überhaupt keine Mitochondrien. Außerdem können Fettsäuren nicht über die Blut-Hirn-Schranke und deshalb findet die Beta-Oxidation auch nicht in unserem Gehirn statt. Eine kleine Info noch vorab, bevor wir so richtig loslegen. Bei der Beta-Oxidation findet man für die ganzen Substrate und Enzymnamen immer ganz viele unterschiedliche Bezeichnungen und wir haben jetzt einfach die gängigsten verwendet, aber lass dich nicht verwirren, wenn du in irgendeinem Buch nochmal eine andere Bezeichnung liest, da gibt es nämlich ganz viele unterschiedliche. Wenn du dir die Bezeichnungen in diesem Video merkst, dann dürfte das fürs Physikum auf jeden Fall ausreichen und für deine Prüfungen. So, jetzt geht's aber so richtig los mit der Beta-Oxidation. Du siehst unseren Gedächtnispalast, wie gesagt, von oben und unten, wo der Begriff Start steht, da geht's jetzt los, da ist nämlich der Eingang. Und jetzt schauen wir einfach mal, was da passiert. Am Eingang sehen wir gleich einen Koala mit Pommes. Bei uns steht die Pommes, die ja so lang und fettig ist, immer für Fettsäuren. Die sind ja auch immer lang und natürlich logischerweise fettig. Und Fettsäuren, die bedeuten ja auf schlau Acyl. Das kannst du dir dann so merken, weil an so einer Pommes, da zühlt man ja schon mal ganz gerne. Die schmecken ja so lecker und da wird man am liebsten dran züllen. Also für das Acyl, für die Fettsäuren, steht bei uns immer die Pommes. Und der Koala, den kennst du ja vielleicht schon aus dem Zitratzyklus, der steht natürlich immer für das Coenzym A, für das Co-A. Ja, und unser Koala mit Pommes, der liebt einfach Pommes. Ich kann es verstehen, die schmecken gut. Und deshalb hat er immer die Pommes dabei. Und jetzt kommt er gerade von der Arbeit im Industriegebiet. Und ja, er denkt sich aber, puh, so kann es nicht weitergehen. Denn er ist einfach schon so dick geworden durch die ganzen Pommes. Und jetzt will er endlich mal was machen und geht ins Fitnessstudio OHOT, um ein bisschen Fett abzubauen. Und dann kommt er hinein ins Fitnessstudio und da wartet schon die erste Aufgabe auf ihn. Ein fetter blauer Boxsack. Puh. Allein beim Anblick bricht ihm der Schweiß aus. Boxsack ist nochmal eine Erinnerungshilfe, die dich daran erinnert, dass es sich bei diesem Gedächtnispalast um den Palast für die Beta-Oxidation handelt. Wenn man das gebunden liest, dann könnte man ja auch Boxidation sagen und das hört sich ja so an wie Boxsack. Naja, aber dann reißt sich unser Pommes-Koala, unser Acyl-Koa zusammen und gibt alles und er kloppt auf den Boxsack ein und er will unbedingt abnehmen. Das ist sein großes Ziel und er gibt alles und er schwitzt und schwitzt. Ihm haut den Schweiß aus allen Poren. Puh, und irgendwann kann er nicht mehr. Mama mia, der hat wirklich alles gegeben. Aber jetzt trieft er einfach aus allen Ecken und Enden und der Schweiß läuft ihm nur so herunter. Puh,
Die Pommes legt er erstmal kurz weg. Die will er später noch genüsslich futtern. Und das stinkt vielleicht, der Schweiß. Boah, ich halte mir lieber mal die Nase zu. Du kannst dir vielleicht vorstellen, du warst ja bestimmt auch schon mal öfters in einem Fitnessstudio, wie es da manchmal stinken kann. Aber zum Glück kommt da schon Hilfe genaht. In der ersten Ecke links im Fitnessstudio kommt nämlich die fette Frau hereingeeilt und hilft unserem Koala. Und zwar ist es nämlich die gute Fee sozusagen im Fitnessstudio und die schöpft jetzt mal ganz fleißig den ganzen Schweiß, das ganze Wasser sozusagen ab und haut wieder durch die blaue Drehtüre ab mit ihrem vollen blauen Eimer. Und diese fäde Frau steht bei uns ja immer für FAD, beziehungsweise dann mit vollem blauem Eimer für FADH2. Wenn man FAD oder FADH2 liest, dann hört sich das ja an wie fäd. Deshalb die fäde Frau. Und hier haben wir jetzt auch schon unsere erste Reaktion in der Beta-Oxidation und du erinnerst dich bestimmt, das war ja eine Oxidation. Denn der Name des Fitnessstudios ist ja O-Hot. Und das O, das haben wir jetzt hier, die erste Oxidation. Und solche Oxidationen, die werden ja oft durch Dehydrogenasen vollbracht. Und hier haben wir ganz einfach die Acyl-CoA-Dehydrogenase. Denn unser Ausgangsstoff war ja das Acyl-CoA, der Pommes-Koala. Und jetzt kommt die fäde Frau, das FAD, schnappt sich die Schweißtropfen, die repräsentieren die Elektronen sozusagen, die hier weggenommen werden vom Acyl-CoA und wird dann zum FADH2. Hier entsteht also ein FADH2 in der Beta-Oxidation und daraus können wir schon mal die erste Energie abzapfen. Dieses FADH2 wird dann nämlich zur Atmungskette gebracht und dort können wir dann daraus ATP bilden. Und die Atmungskette wird bei uns durch eine blaue Mauer dargestellt, wie du sehen kannst. Eine weitere Merkhilfe dafür, dass es sich hier um eine Dehydrogenase handelt, ist die blaue Drehtür in der Ecke und die fäde Frau. Durch solche blauen Drehtüren in Ecken kommen immer fäde Frauen oder Nattern rein und wieder raus. Und diese fäden Frauen und Nattern, die schöpfen ja mit ihrem Eimerchen immer irgendetwas ab und dehydrieren somit. Denn im Sprachgebrauch bedeutet dehydrieren ja, dass irgendwo Wasser verloren geht oder weggenommen wird. Wenn man zum Beispiel Ewigkeiten kein Wasser trinkt, sondern alles nur rausschwitzt, dann wird man letztendlich ganz schön dehydriert sein. Die fäden Frauen und Nattern dehydrieren also und arbeiten somit meistens mit Dehydrogenasen zusammen. Puh, jetzt wurde unser Pommes-Koala ja zum Glück erstmal von seinem ganzen Schweiß befreit, von der fäden Putzfrau. Und geht jetzt erstmal ein Stückchen weiter im Fitnessstudio. Und dann schaut er sich mal links im Spiegel an und will schon mal gucken, ob das was gebracht hat. Das Boxen am Boxsack und uiuiuiui, da hat sich schon ganz schön was getan. Das hat schon ordentlich gefruchtet, scheinbar das Training am Boxsack, denn er hat schon eine richtige Oberweite bekommen. Also, dass es so schnell geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Naja, aber der Koala fühlt sich so irgendwie ganz nackig und schnappt sich mal schnell ein Bikini. Natürlich das Oberteil und das Unterteil. Das soll ja dann schließlich auch zusammenpassen. Und dann setzt er sich auch noch eine schöne, pinke Sonnenbrille, die aus zwei Dreiecken besteht, auf. Und so sieht unser Koala ja schon irgendwie ein bisschen aus wie eine Transe. Mit diesem kleinen Bild kannst du dir jetzt merken, dass unser zweiter Stoff, der jetzt entsteht, das Delta-2-Trans-Enoyl-CoA ist. Das hört sich erstmal total kompliziert an, aber mit unserer Eselsbrücke kannst du dir das sicher gut merken. Also das Delta-2, das kannst du dir durch die Sonnenbrille merken. Delta groß geschrieben, sieht ja aus wie ein Dreieck und zwei Dreiecke, das sieht dann aus wie die schicke pinke Sonnenbrille von unserem Koala, von unserem Transen-Koala. Also Delta 2 trans. Und wie kommst du jetzt auf das Enoyl? Der Koala ist so eitel drauf, dass er sich jetzt auch noch Öl nimmt und damit einschmiert und auf seine Muskeln schmiert, wie das so Bodybuilder machen. Das kennst du ja sicher auch. Und deshalb heißt der Stoff nun Delta 2, wegen der Sonnenbrille, trans, weil er aussieht wie eine Transe mit seinem Bikini, Enoyl, das hört sich ja ein bisschen an wie Öl, wie das glitschige, glänzende Bodybuilderöl, das er sich eingeschmiert hat. Und auf das CoA kommst du natürlich wieder durch den Koala. So, wie geht's denn jetzt weiter mit unserem Transen-Koala? Puh, er ist natürlich ganz schön dehydriert jetzt durch diese ganze Dehydrogenasengeschichte im ersten Reaktionsschritt und braucht jetzt erstmal dringend Wasser. Ah, Gott sei Dank plätschert da links in der zweiten Ecke ein Wasserfall einfach mal aus der Wand im Fitnessstudio. Ach, das ist ja schön angelegt, da kann man sich ja gleich auch ein bisschen entspannen und nicht nur schuften und ackern im Fitnessstudio. Oh, und dann kann er sich gar nicht zusammenreißen und stellt sich einfach mitten unter den Wasserfall und säuft und trinkt und duscht sich und das Wasser ist aber irgendwie ganz schön kalt und nass. Naja,
So kannst du dir auf jeden Fall merken, dass der zweite Reaktionsschritt der Beta-Oxidation eine Hydratisierung ist, wie du ja auch schon im Namen Hot sehen konntest. Und das Wasser aus dem Wasserfall steht natürlich, ja, wer hätte es gedacht, für Wasser. Und dieses Wasser wird jetzt hier der Beta-Oxidation zugeführt, wird also an unseren Stoff Delta-2-Trans-Inoyl-CoA hingehängt. Und das Enzym heißt dann einfach Inoyl-CoA-Hydratase. Auf das Inoyl-CoA kommst du einfach wieder, weil der Stoff vorher Inoyl-CoA im Namen hatte. Und auf das Hydratase kommst du dadurch, dass der zweite Schritt ja eine Hydratisierung ist. Oh, jetzt friert unser Transen-Koala aber ganz schön. Das Wasser ist schon richtig kalt. Uah, da friere ich schon, wenn ich nur zusehe. Oh, vielleicht kennst du es auch, wenn du manchmal kalt duschst. Uah, das kann manchmal ganz schön frisch sein. Und unser Transen-Koala ist aber schlau. Er schnappt sich nämlich erst wieder seine Pommes, seine Heißgeliebte, die er ja vorhin einmal kurz beiseite gelegt hatte. Und dann nimmt er sich eine Nikolausmütze, die hinten im Fitnessstudio, an der nächsten Station sozusagen, an der Wand hängt. Die setzt er sich schwuppsdiwupps auf den Kopf. Und dann friert er schon mal obenrum nicht so sehr. Vielleicht hast du es ja auch schon mal gehört, über den Kopf geht bekanntlich die meiste Wärme aus dem Körper raus. Ja, und so steht er dann erstmal gemütlich und wärmt sich wieder auf mit seiner Nikolausmütze und seiner Pommes in der Hand. Doch dann, damit hat er nicht gerechnet. Dann kommt der Personal Trainer um die Ecke. Und der sieht's gar nicht gerne, wenn die Fitnessstudio-Gäste einfach nur rumtrainieren die ganze Zeit. Und weil der Koala gerade so richtig faul ist und abhängt und so überhaupt keine Lust hat, weiter irgendwelche Übungen zu machen, um Fett zu verbrennen, ja, da nimmt der Personal Coach, also der Fitnesstrainer, einfach einen Dreizack und rennt auf den Koala zu und sticht ihm den Dreizack in den Po und der fängt schon an zu bluten, der Arme, und er jault. Und der Fitnesstrainer will ihn antreiben und sticht immer weiter zu. Und da blutet der arme Koala. Und er sticht so fest zu, der Fitnesstrainer, dass der Dreizack einfach abbricht. Und dann, der Arme. Und dann bleibt der abgebrochene Dreizack einfach im Po vom Koala stecken. Oh weh, das war ja echt mal brutal. Das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Naja, sehen wir mal, was diese kleine Story jetzt bedeutet hat. Dieses kleine Bild steht nämlich jetzt für unseren nächsten Stoff, für das L3-Hydroxyacyl-CoA. Der Begriff hört sich jetzt vielleicht auch schon wieder total kompliziert an auf den ersten Blick, aber keine Angst, wir dröseln das jetzt zusammen auf. Das L kannst du dir schon mal dadurch merken, dass der Dreizack abgebrochen wurde und der Griff sieht ja dadurch aus wie ein L, deshalb L. Der Dreizack selber steht bei uns für die 3, deshalb L3. So, jetzt gehen wir weiter zum Hydroxy. Das Hydroxy wird bei uns durch die Nikolausmütze dargestellt. Bei uns steht nämlich der Nikolaus oder eben seine Nikolausmütze immer für eine OH-Gruppe. Und eine OH-Gruppe wird ja auch manchmal Hydroxy- oder Alkoholgruppe genannt. Warum steht die Nikolausmütze jetzt für eine OH-Gruppe? Ganz einfach, der Nikolaus sagt ja immer Ho, ho, ho! Und das Ho, ho, ho umgekehrt gelesen bedeutet ja OH. Also nochmal ganz kurz, der Nikolaus sagt immer Ho, 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 was umgekehrt OH bedeutet. Und deshalb steht die Nikolausmütze für die OH-Gruppe. Und die OH-Gruppe heißt ja auch Hydroxygruppe. So, jetzt haben wir schon mal das L3-Hydroxy. Und der Rest, der ist jetzt eigentlich gar nicht mehr schwer, das kennst du ja alles schon. Und zwar ist es ja nur noch das Acyl-CoA, unser Pommes-Koala. Also das Acyl, dafür steht ja wieder die Pommes und für das CoA steht wieder unser Koala. So, jetzt hast du auch das L3-Hydroxyacyl-CoA drauf. Oh, unser armer Koala, der hat jetzt schon ganz schön gelitten und hat auch einen ordentlichen Blutverlust. Und natürlich hat er auch ganz schön geweint. Ganz viele Tränentropfen. Oh, wow, wow, was machen wir damit jetzt? Ah, zum Glück wartet in der nächsten Ecke des Fitnessstudios schon wieder eine Drehtüre, durch die eine ganz liebe, nette Natter hereinkommt. Und die Natter, die hat einen Eimer dabei und schöpft damit die ganzen vielen Tränentropfen des Koalas ab. Und mit ihrem vollen Eimer verschwindet die Natter wieder durch die Drehtür und macht sich auf den Weg zur Atmungskette, zu unserer blauen Mauer. Wofür steht das nun alles? Die Natter, die steht bei uns immer für das NAD, beziehungsweise mit vollem blauem Eimer für das NADH. Das ist auch wieder, genau wie das FAD, beziehungsweise FADH2, ein Redox-Coenzym. Und diese liebe, nette Natter, die schöpft jetzt die Tränentropfen ab. Und die Tropfen, die stehen bei uns ja immer für Elektronen.
Das bedeutet, auch hier werden wieder Elektronen abgegeben an unser Redox-Coenzym NAD, das dadurch zu NADH wird. Und unsere Natter bringt dann die Elektronentropfen zur blauen Mauer, zur Atmungskette, wo dann wieder massig ATP draus gemacht werden. Diese ganze Reaktion, vielleicht hast du es dir schon gedacht, ist nun natürlich wieder eine Oxidation. Es werden ja Elektronen abgegeben. Und daran erinnert uns auch das O in HOT, also im Namen unseres Fitnessstudios O-HOT. Das zuständige Enzym heißt diesmal L3-Hydroxyacyl-CoA-Dehydrogenase. Das hört sich auch wieder total kompliziert an, das kannst du dir aber auch wieder ganz einfach herleiten, denn der erste Teil des Enzymnamens ist ja einfach wieder der Name unseres Substrates, nämlich L3-Hydroxyacyl-CoA. Und auf die Dehydrogenase kommst du dadurch, dass wir ja hier wieder eine blaue Drehtüre haben, durch die eine Natter hereinkommt und Tropfen abschöpft. Diesmal eben Tränentropfen und dadurch dehydriert. Deshalb Dehydrogenase. Und außerdem handelt es sich ja um eine Oxidation, die ja wie gesagt oft durch Dehydrogenasen vollbracht werden. So, jetzt hatten wir also schon zwei Punkte in der Beta-Oxidation, wo Energie entsteht. Vorhin hat ja die fähige Frau schon Elektronentropfen zur Atmungskette geschleppt und jetzt trägt unsere emsige Natter schon die nächsten Tropfen zur Atmungskette. Das sind also die ersten zwei Punkte, wo unsere Fettsäure Energie bringt. So, schauen wir mal, wie es weitergeht mit unserem Nikolaus-Koala. Der ist immer noch ganz traurig und bedröppelt und hat vielleicht Schmerzen. Da steckt ja einfach ein Dreizack in seinem Hinterteil. Puh. Jetzt legt er erstmal die Nikolausmütze ab, denn frieren tut er jetzt wirklich nicht mehr in der ganzen Aufregung. Und dann zieht er sich mit aller Anstrengung den Dreizack aus dem Po und hinkt unter Schmerzen mit dem Dreizack zur nächsten Station im Fitnessstudio. Und diese Station ist ein Geräteturm. Vielleicht kennst du die auch, das sind solche Türme im Fitnessstudio, wo dann so Ketten herunterhängen. Und an den Ketten kann man dann ziehen und so richtig schön seine Muskeln trainieren. Ja, und genau das wollte ja der Personal Coach eigentlich erreichen, dass er endlich mal ordentlich trainiert. Jetzt zahlt er jeden Monat da die Mitgliedsbeiträge und dann wird er massakriert einfach mitten im Fitnessstudio. Das kann ja wohl nicht sein. Jetzt wird er so richtig wütend, er biegt den Dreizack wieder gerade und versucht damit den Geräteturm einfach umzunieten und er haut dagegen und versucht alles. Ja, doch leider vergeblich. Ist ja auch irgendwie logisch, der Geräteturm ist aus Metall. Naja, er schafft es immerhin, dass der Dreizack einfach im Geräteturm stecken bleibt. Er geht weder vor noch zurück und bleibt da jetzt einfach drin stecken. Naja, der Koala seufzt. Ach, es hat doch alles keinen Sinn, denkt er sich. Und dann fügt er sich doch dem Willen von seinem Fitnesstrainer und geht betröppelt an den Geräteturm. Naja, es hat ja alles keinen Sinn. Eigentlich wollte er ja auch abnehmen. Also gut, denkt er sich. Und dann greift er die Kette vom Geräteturm und zieht dran und versucht Fett abzubauen und gibt sich Mühe. Und die ganze Zeit hält er aber seine Pommes in der Hand. Die gibt er nicht mehr her. Und immer mal züllt er ein bisschen dran. An der leckeren Pommes. So, diese Station in unserem Gedächtnispalast steht jetzt für den nächsten Stoff, der bei der dritten Reaktion in der Beta-Oxidation entsteht. Und zwar heißt dieser Stoff 3-Ketoacyl-CoA. Diesmal kannst du es dir ganz leicht herleiten. Und zwar steht unser Dreizack natürlich wieder für die 3, die Kette am Kettenturm für das Keto und unser Pommes-Koala natürlich wieder für das Acyl-CoA. Also 3-Keto-Acyl-CoA. So, jetzt sind wir schon fast durch die Beta-Oxidation und eine Reaktion fehlt uns nur noch. Und zwar, vielleicht hast du es dir schon gedacht, klar, jetzt fehlt noch das T aus dem Namen O-HOT, nämlich die thiolytische Spaltung. Und für diese Reaktion ist das Enzym Keto-Thiolase zuständig. Das Keto kannst du dir wieder durch den Namen des vorherigen Stoffes, durch das 3-Keto-Acyl-CoA herleiten und die Thiolase dadurch, dass es ja eine thiolytische Spaltung oder eine Thiolyse ist. So, und was passiert da jetzt im vierten Schritt? Irgendwann hat unser Pommes-Koala, der übrigens Thio heißt, aber so wirklich die Schnauze voll und lässt den Geräteturm einfach links liegen. Er geht ein Stückchen weiter im Fitnessstudio in Richtung Ecke und guckt sich mal um, was dort auf ihn wartet. Und vielleicht kennst du das ja auch aus deinem Fitnessstudio, dass es da auch manchmal Ernährungsberatung gibt. Und genauso ist es hier in unserem Fitnessstudio O-HOT im Industriegebiet. In der letzten hinteren Ecke wartet nämlich ein Ernährungsberater. Und zwar ist dieser Ernährungsberater wieder ein Koala. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, was er unserem Pommes-Koala Tio rät. Pommes sind ja bekanntlichermaßen nicht besonders förderlich, wenn man Fett abbauen will.
Und genauso sieht es unser Ernährungsberater Koala. Er ruft ganz laut, Kettentio, lass es! Kettentio, lass es! Ja, was will er damit sagen? Natürlich, dass unser Pommes-Koala einfach die Pommes erstmal weglassen soll. Denn wenn er nicht erstmal an seiner Ernährung arbeitet, dann bringt das ganze Trainieren im Fitnessstudio ja auch nichts. Und deshalb ruft er, Kettentio, lass es! Kettentio, lass es! Damit kannst du dir auch nochmal die Ketotiolase merken, das sich ja so ähnlich anhört wie Kettentio, lass es. Was macht er denn jetzt? Der Ernährungsberater-Koala schnappt sich einfach die Pommes von unserem Pommes-Koala und drückt ihm stattdessen eine Essiggurke in die Hand. Damit ist er irgendwie so gar nicht zufrieden. Unser Ex-Pommes-Koala, der jetzt eine Essiggurke in der Hand hält. Ja, und so wird unser Pommes-Koala zum Essiggurken-Koala, zum Acetyl-CoA. Und so geht unser Koala ganz bedröppelt und traurig und unglücklich mit seiner Essiggurke, die ja einfach nur sauer und nicht so lecker schmeckt wie eine Pommes. Ja, so geht er jetzt einfach von dannen und geht hinaus und denkt sich, ach, ihr könnt mich doch mal alle. Und er macht sich wieder auf den Weg zurück zu seiner Arbeit in der Zitronen-Limonaden-Fabrik, die du vielleicht auch schon aus dem Zitratzyklus-Video kennst. So, wofür steht das Ganze jetzt? Hier wird in der Beta-Oxidation Acetyl-CoA abgespalten. Der Essiggurken-Koala steht nämlich für das Acetyl-CoA. Essig heißt ja auf Lateinisch Acetum und deshalb wird das Acetyl bei uns immer durch eine Essiggurke dargestellt. Also der Essiggurken-Koala steht für Acetyl-CoA. Und der haut jetzt einfach ab aus dem Fitnessstudio und geht in die Zitronen-Limonaden-Fabrik. Das bedeutet, das Acetyl-CoA, das hier abgespalten wird, das wird jetzt in den Zitratzyklus eingeschleust. Und das ist nun der dritte Punkt in der Beta-Oxidation, wo viel Energie entsteht. Denn im Zitratzyklus werden ja dann noch einmal ganz viele Coenzyme frei, also ganz viele Nattern und fette Frauen mit blauen Eimern, die dann wiederum zur Atmungskette gehen und dort viele ATP bringen. Also über einige Zwischenschritte bringt uns dieser Essiggurken-Koala, dieses Acetyl-CoA, dann auch nochmal massig Energie. So, aber das ist jetzt nicht das Einzige, was entsteht am Ende, denn schauen wir mal, was unser Ernährungsberater-Koala noch so mit der Pommes macht. Nachdem unser Essiggurken-Koala nun abgedampft ist, was macht er da? Oh, das ist ja mal der Hammer. Ja, predigt von gesunder Ernährung. Und was macht er? Er beißt einfach 2 Zentimeter von der Pommes ab. Unfair! Und kaum hat er davon abgebissen, nimmt er auch schon zu. Wahnsinn! Überall entstehen jetzt Fettpölsterchen. Und unser Ernährungsberater Pommes-Koala denkt sich, ah, Mist, hätte ich doch nur mal auf meine Ratschläge gehört. Aber Pommes sind einfach so lecker. Naja. Ja, so ist es ja manchmal, dass Leute vornherum irgendwelche Sachen predigen und hintenrum dann ganz anders handeln. Naja, der Ernährungsberater Pommes-Koala sieht es dann auf jeden Fall ein und denkt sich, okay, ich muss was tun, das ganze Fett muss runter. Und was macht er? Er geht wieder zum Eingang unseres Fitnessstudios Oh Hot, wo schon der Boxsack auf ihn wartet. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. So, wofür steht diese kleine Szene nun? Der Ernährungsberater Pommes-Koala steht auch wieder für Acyl-CoA, denn die Pommes steht ja nach wie vor für Acyl und der Koala für CoA. Aber hier gibt es einen kleinen Unterschied, denn er hat ja 2 Zentimeter abgebissen von der Pommes. Und das bedeutet, unser Acyl-CoA, das am Ende bei der Beta-Oxidation rauskommt, ist 2 Cs kürzer. Also um 2 C-Atome kürzer als das Acyl-CoA, mit dem wir in die Beta-Oxidation gestartet sind. Und jetzt geht das Ganze mit unserem neuen Pommes-Koala mit einer etwas kürzeren Pommes wieder von vorne los. Und das Ganze geht so lange im Kreis, bis am Ende nur noch 2 Acetyl-CoAs übrig bleiben, die dann beide auch wieder in den Zitratzyklus eingeschleust und dann letztendlich zu ganz viel Energie gemacht werden. Damit du dir das Ganze mal vorstellen kannst, hier noch ein kleines Beispiel. Die Palmitinsäure, die ja 16 C-Atome hat, muss die ganze Beta-Oxidation 7-mal durchlaufen, und liefert am Ende dann netto 106 ATP. Das ist schon wahnsinnig viel und jetzt kannst du dir vielleicht auch vorstellen, dass Fett wirklich wahnsinnig energiereich ist. Also so eine Fettsäure, so eine Pommes hat schon in sich. Super, jetzt haben wir es geschafft. Meinen herzlichen Glückwunsch, du kannst die Beta-Oxidation auswendig. Wenn es dir genauso viel Spaß gemacht hat, dieses Video zu gucken, wie es mir Spaß gemacht hat, es aufzunehmen und du sagst, wow, ja, das ist ja richtig cool, jetzt kann ich endlich mal die Beta-Oxidation auswendig mit diesen ganzen komplizierten Fachbegriffen,
dann freuen wir uns riesig, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben, ein Like da lässt, wenn du uns einen Kommentar hinterlässt und wenn du unseren Kanal Happy Hippocampus abonnierst. Und erzähl außerdem deinen Kommilitonen, deinen Freunden, deinen Mitstudenten davon, dass es Happy Hippocampus gibt, dass es diese Videos gibt. Denn nur wenn Leute von diesen Videos wissen, dann können sie auch davon profitieren. Und uns liegt es wirklich am Herzen, die Gedächtnistechniken und dieses leichte Lernen zu verbreiten, denn es muss nicht so anstrengend sein im Medizinstudium. Und wenn du noch gerne weitere solche Lernvideos hättest, dann schau dir unbedingt unsere Lernpakete an. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Da gibt es noch ganz viele weitere Videos, mit denen es dir einfach leichter fällt, diese ganzen komplizierten Sachen im Medizinstudium auswendig zu lernen. Wir freuen uns riesig, dich bald wieder zu sehen. Bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Lernen. Tschüss!